Hallo bei JG-Kritik, ich bin wieder da und zwar war ich die letzten Tage so ein bisschen krank und konnte somit auch keine Videos hochladen, doch jetzt bin ich wieder da und wir beginnen natürlich auch direkt mit meinem Umfragen-Auswertungsvideo, ein klein wenig verspätet, aber doch nicht auch viel zu spät. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ich habe euch wie immer auf der Homepage von mir gefragt, auf welchen Film ihr euch am meisten freut im August und da haben sich 5% jeweils am meisten gefreut auf zum einen den Film Doktorspieler, das ist eine deutsche Produktion, die in Deutschland zurzeit ziemlich abgeht. Von den Kritikern wird sie ja so ein bisschen, ja, kritisiert, dass das Ganze sehr flach daherkommen soll. Und ich habe ihn leider nicht gesehen, weil ich im August auch noch in Frankreich im Urlaub war. Und dann gab es da noch so ein privates Ereignis, was auch privat bleiben soll, was tatsächlich dann so war, dass ich dann Prioritäten versetzen musste. Und dann konnte ich mir einige Filme eben nicht anschauen. Zum einen eben Doktorspiele, zum anderen eben auch 5% haben sich von euch gefreut auf Gott verhüte und den konnte ich eben auch nicht anschauen. Trotzdem bin ich bei beiden Filmen wahnsinnig gespannt auf eure Meinung. Falls ihn einer von euch angeguckt habt, das Ganze bitte gern in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Film Doktorspiele? Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch, den Trailer fand ich jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber der Film geht eben zurzeit in die deutschen Kinos richtig ab, weil es eben ein Thema ist, was viele Jugendliche ziemlich interessiert. Machen wir weiter, 11% von euch haben sich am meisten gefreut auf den Film Lucy mit Scarlett Johansson und Morgan Freeman. Und zwar ist das ein Film, wo es um eine Frau geht, die ein Drogenpaket implantiert bekommt und damit dann durch die Gegend reisen soll. Allerdings gerät dann die Droge in die Blutbahn und auf einmal wird sie so ein bisschen mutiert und ich glaube, zerebrale Hirnkapazität oder so weiter nennen sie es im Trailer. Ich hoffe, ich habe es irgendwie so richtig ausgesprochen. Die steigert sich von Mal zu Mal und wird immens hoch und somit kann sie auf einmal die komplette Gehirnkapazität auch benutzen und kann den Boden fühlen, fühlt Magieströme und kann sich selber irgendwie verwandeln, was auch immer. Und dabei hat man einfach einen Science-Fiction-Film, der tatsächlich viele unrealistische Sachen mit einbringt. Und ich muss ehrlich sagen, bevor ich hier anfange, groß über den Film zu reden, ich habe da auch nur Teile geguckt im Presseserver, nicht komplett, werde ich aber hoffentlich auch noch nachholen und dann bitte auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Und jetzt kommen wir direkt schon zu 16%, denn da haben wir wieder mal zwei Filme. Zum einen freuen sich oder haben sich 16% von euch am meisten gefreut auf Step Up All In. Da war ich auch so ein bisschen überrascht, dass der mit reinkommt, aber trotzdem scheint es so, dass dieser Film auch eine ziemlich große Fanbase hat. Und kann ich voll verstehen, es ist eben ein Film mit gut aussehenden Menschen, mit absolut geilen Moves und cooler Musik. Und ich glaube, genau das bekommt man auch. Man bekommt nicht viel mehr, nicht viel weniger. Und dann ist eigentlich ein fairer Deal, den man da am Ende macht. Ich habe ihn leider nicht gesehen, eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Und zweiter Film bei 16% ist eben Planet der Affen Revolution. Hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass der so ein bisschen mehr Punkte noch bekommt oder ein bisschen mehr erwartet wird. Denn der Film ist letztendlich auch ein Film, der mir persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, da er einfach ein ganz cooles Gedankenspiel ist einfach, denn die Affen sind im Prinzip nur Symbole für die Menschen selber, denn man hat diese Affen nach den Menschen einfach konzipiert und entwickelt, auch wie sie sich verhalten, und somit macht es den Menschen meiner Meinung nach einfach nur möglich, über sich selbst zu reden, obwohl man einfach über die Affen gerade redet. Also es ist jetzt gerade ein bisschen Brainfuck hier, aber stell euch das einfach mal vor, die Affen als Symbole für die Menschen irgendwie, und das ist eine ganz coole Sache, und man sieht hier wirklich auch en Detail, wie sich eben ein Konflikt ausbreitet und zu einem Krieg letztendlich wird. Fand ich ziemlich gut gemacht. Andy Serkis in Bestleistung und visuellen Effekte waren auch super. Meine, einer meiner Lieblingsfilme in diesem Ranking auch. Und wie gesagt, ihr beziehungsweise 16% von euch haben sich am meisten auf diesen Film gefreut. Jetzt gehen wir weiter zum, ich sag mal, Top-Start des Augustes und auch den Film, wo sich die meisten drauf gefreut haben, und zwar mit 44% The Guardians of the Galaxy. Wie soll es auch anders sein? Ein weiterer Marvel-Film, von denen es ja mittlerweile im 3-Monate-Takt einen neuen Film gibt, und ich muss ehrlich sagen, wenn die Filme so gut bleiben, dann so what, dann sollen sie bitte jeden Monat einen rausbringen, finde ich wahnsinnig cool, also jetzt vielleicht nicht jeden, aber ihr wisst, wie ich das Ganze meine, und zwar ist das einfach ein Film, der vollgepackt ist mit Selbstironie und allein schon durch diese skurrile Zusammenwürfelung eines Teams einfach, bestehend aus einem Waschbär, einem Baum, zwei Menschen, Muskel, bepackten, ich sagte die letzten Videos immer bekackten, will ich nicht sagen, bepackten Menschen. Es ist wahnsinnig witzig, dieser Film, und der hat ganz tolle Effekte, ganz tolle Momente und einfach ein Marvel-Film, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, vor allem auch, wenn man da so ein bisschen ins Marvel-Universum einsteigen will. Hat mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht und ist meiner Meinung nach auch voll zurecht hier ganz oben, und ich denke, dass da einige von euch oder die meisten von euch ziemlich zufrieden waren mit diesem Film, ich hoffe es jedenfalls. Und jetzt kommen wir nochmal zum September selber, da sind wir jetzt schon drin und
und morgen ist ja schon der erste Kinostarttag, also der erste Donnerstag. Und ich werde mal ganz kurz so ein paar gröbere Sachen durchlesen, die wir so haben. Zum einen haben wir eben den Film Hercules mit Dwayne Johnson und Filme wie Sex Tape, Who Am I, habe ich beide auch schon vorgestern, glaube ich, gesehen. Dazu kommt die Kritik auch, aber schon mal vorab so einen kleinen Daumen nach oben, das hat schon viel Spaß gemacht. Dann Filme wie A Most Wanted Man, der letzte Film mit Seymour Hoffman, und Filme wie Sin City, die natürlich von der Sin City 2, die natürlich von einer gewissen Fanbase wahnsinnig erwartet werden, und Schoßgebete oder auch Filme wie I, Origins, die ich mir heute Abend übrigens anschauen werde, freue mich schon drauf, und 7 verdammt lange Tage. Es ist einfach ein Monat, der ist vollgepackt mit einigen Filmen, zum Teil eben auch zweite Teile und eben einige Blockbuster wie Hercules oder auch Who Am I, beziehungsweise Sex Tape mit Cameron Diaz und Jason Segel. Also das sind so ein paar Filme, die starten alle noch im September, eure Meinung dazu, beziehungsweise auf welchen ihr euch am meisten freut, das könnt ihr, Moment mal, hier auf der Endcard nämlich jetzt unter dieser Umfrage hier preisgeben, klickt einfach mal drauf, dann könnt ihr nämlich direkt schon auswählen, auf was ihr euch am meisten freut. Ansonsten kommt ihr wie immer auch da zu meinen ganzen alten Videos und darunter zu meinen ganzen Social Media Links und abonniert mich gern, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Hier werden jetzt natürlich wieder regelmäßig Sachen kommen. Problem war nur, wenn man krank ist, dann setzt man sich nicht vor die Kamera und spricht dann los einfach. Und insofern entschuldigt diese kurze Pause mal, die es da drin gab, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis demnächst.